Seit einer Stunde ist Anja nicht mehr schwanger. 15 Minuten Operation, in Polen gilt das als Mord. Deswegen ist die 19-Jährige rund 300 Kilometer nach Prenzlau gefahren. Eine Reise, um legal abzutreiben. No jest, no mam 19 lat. No miesiąc dopiero jestem na studiach i to nie jest moment, no ja bym sobie nie poradziła z dzieckiem. Niedawno byłam sama dzieckiem, a nie chcę, żeby później, no na przykład moje dziecko, no nie czuło się tak kochane, jak powinno, żeby cierpiało jeszcze z tego powodu, że nie wiem, podczas kłótni wypomniałam, że przez ciebie nie skończyłam szkoły. To było bardzo smutne. Schätzungen zufolge treiben in Polen jährlich rund 100.000 Frauen illegal ab. Wer es sich leisten kann, fährt dazu nach Deutschland. Zum Beispiel zum Gynäkologen Janusz Ruczynski. Der gebürtige Pole meint, den Frauen nicht zu helfen, verstößt gegen die ärztliche Behandlungspflicht. Schwangerschaftsabbrüche sind natürlich erlaubt, natürlich, und das gibt es auch aus diesen oder anderen Gründen Bedarf von dieser Schwangerschaftsabbrüche, da jemand muss machen. Wer soll das machen? Tischler oder das Ärzte müssen das machen. In Polen ist Abtreibung nur in Ausnahmefällen erlaubt. Wenn die Frau zu sterben droht, wenn das Ungeborene irreparabel geschädigt ist oder wenn die Frau vergewaltigt wurde. Das sind besonders restriktive Gesetze und sie wären beinahe noch verschärft worden. Dagegen gingen mehr als 100.000 Frauen im Oktober auf die Straße. Die Proteste führten dazu, dass Polens konservative Regierungspartei überraschend einen Rückzieher machen musste. Ein Erfolg für Frauen in ganz Europa, findet Sarah Diel. Sie ist Mitglied eines Netzwerks, das Polinnen in Berlin bei Abtreibungen unterstützt. Bei der Suche einer Ärztin, Übersetzung, der Finanzierung. Also hier von der U-Bahn-Station hole ich öfter Frauen ab, weil die gerade aus Polen angekommen sind, entweder mit dem Zug oder mit dem Bus. Und dann fahren wir halt zusammen zu der Klinik und machen auch alle Beratungsgespräche und alle Gespräche mit den Ärztinnen. Und haben dann auch Übersetzerinnen dabei. Und dann können die Frauen halt sehen, ob sie dann eben mitkommen wollen zu uns, wo sie dann bei uns übernachten können. Und dann gucken wir, wie es weitergeht. Vergangenes Jahr machten die Aktivistinnen mit einer aufsehenerregenden Aktion auf sich aufmerksam. Per Drohne flogen sie Abtreibungspillen von Frankfurt/Oder über die polnische Grenze, wo Frauen das Medikament sofort einnahmen. Das war natürlich eine Medienkampagne, um wieder auf diese Absurdität dieses Gesetzes einfach hinzuweisen und wie verrückt das ist oder zu welchen verrückten Mitteln Frauen greifen müssen, wenn sie mit diesem Gesetz einfach konfrontiert sind. Und eben auch ganz klar zu sagen, also Frauen, wenn sie einen Schwangerschaftsabbruch haben wollen, machen sie das auf jeden Fall. Wir suchen einfach verschiedene Wege, wie wir das eben machen können, zur Not eben auch mit einer Drohne. Zurück im Krankenzimmer in Prenzlau. Anja hat beschlossen, ihren Freundinnen in Polen nicht von der Abtreibung zu erzählen. Es bleibt ein Tabuthema.